Juni 2022, politisch ist schon wieder so viel passiert. Wir haben euch einiges zu erzählen. Es geht um die EU, Richtung Ukraine, Moldau, was sind da die Neuigkeiten? Es geht Richtung Impfen, da gibt es nämlich auch News aus Österreich, aber auch weltweite News. Und wie schaut eigentlich das Budget in Graz aus? Wir wissen es mittlerweile und erklären euch das gleich nach dem Intro. Ja, also wir fangen einmal Richtung EU an. Es hat sich nämlich getan, dass die Ukraine und Moldau mittlerweile einen Beitrittsstatus haben, also einen EU-Beitrittsstatus. Und da ist ja viel besprochen worden und vor allem ist es jetzt ziemlich schnell gegangen, verhältnismäßig. Andere Länder warten nämlich auch auf diesen Status. Man muss auch bedenken, das ist ein einstimmiger Beschluss. Ja, genau. Alle 27 Mitgliedstaaten haben tatsächlich auch dafür gestimmt. Und finde ich recht spannende Sache. Das war ein Zeichen auch Richtung Ukraine als Stärkung, aber auch Richtung Russland, um klarzumachen, okay, wir stehen schon dahinter. Spannend war dann auch, finde ich, dass der Karl Nehammer, also unser Bundeskanzler, gesagt hat, ja, das war eben schon alles in Diskussion, aber wichtig ist nur immer zu sagen, Österreich ist ein neutrales Land und wir greifen in keine kriegerischen Handlungen ein. Also das hat er noch einmal unterstrichen. Was auch noch ganz interessant ist, ist, dass Georgien jetzt den Status der EU-Beitrittsperspektive hat, also auch die gehen in die richtige Richtung. Same as naja, Bosnien-Herzegowina, wobei da wird es schon noch ein bisschen konkreter. Da geht es nur darum, dass man Richtung Wahlen und Verwaltung nur schaut, dass das geradliniger läuft. Mhm. Also tut sich viel, ne? Ich finde es extrem spannend oft einmal, wenn man zur Ukraine schaut, weil das darf man auch nicht verwechseln. Die Ukraine tritt ja nicht gleich bei, sozusagen. Nein, sind nicht das Teil der EU und noch der Status, die Geschichte ist aus, sondern das wird jetzt dauern. Und vermutlich auch mehrere, einige Monate, ja, vielleicht Jahre in Anspruch nehmen, bis das irgendwo so ist, weil du kannst nicht gleich ein Land eingliedern, weil die Standards dort eben nicht der entsprechen, die die EU als Mindeststandards hat. Genau, da fällt und noch ein bisschen was. Ja. Dann würde das Niveau natürlich sinken. Ja? Deswegen dort warten und das braucht natürlich Zeit. Genau, da braucht es noch ein bisschen. Aber ich schätze mal, die Arbeit, also die wird eh getan und man bemüht sich natürlich. Aber wir bleiben dran, wie immer, und schauen uns das an, wie, in welche Richtung sich das weiterentwickelt. In andere Richtungen entwickelt hat sich auch etwas in den USA. Dort leider nicht in die positive Richtung, sondern vielleicht sogar ein bisschen mehr oder weniger Rückschritt. Das oberste Gericht hat das Recht auf Abtreibung bzw. auf den Schwangerschaftsabbruch gekippt. Das ist vor kurzem erst passiert. Wie schaut das Ganze aus in den USA? Dort hat es, ist dieses Recht auf Abtreibung in die Verfassung mit aufgenommen worden, aufgrund eines Gerichtsfalls, den es dort gegeben hat. Mhm. Dort hat es so ausgeschaut, dass basierend auf dem Fall, der irgendwann in den 1940er, 50er, also 60er, irgendwas um den 20. Dreh, Jahrhundert, ja. Ja, genau, 20. Jahrhundert. Dort basierend auf diesem Fall ist die Abtreibung, das Recht auf Abtreibung irgendwie in der Verfassung verankert geworden. Und das wurde jetzt vom Oberstgericht gekippt. Und jetzt schaut es so aus, dass nicht in der ganzen USA man nicht mehr abtreiben kann. Na, es schaut so aus, dass jetzt die Bundesstaaten die Möglichkeit haben zu entscheiden, okay, wir schränken das Recht auf Abtreibung ein oder wir schaffen es ganz ab. Er ist natürlich schlecht. Man erwartet in ca. 25 Bundesstaaten, dass dort auf jeden Fall sehr verschärft damit umgegangen wird, die eher weiter konservativ oder weiter rechts stehen, wo man davon ausgeht, dass das passiert. Ja, boah. Puh. Ja. Und das im 21. Jahrhundert. Einiges los. Ja, also das Thema ist sicher ernst, dass er sehr emotionalisiert wird. Und wie es der Karl Nehammer, also wieder der Bundeskanzler jetzt in Österreich, vor kurzem gesagt hat, war noch ein Thema hat emotionalisiert und das ist einfach das Impfen, die Covid-Impfung. Ja. Wir haben das alle mitgekriegt, also das war wirklich, die Diskussionen rundherum haben wir sicher alle geführt und da hat es ja auch die Impfpflicht gegeben und ich sage bewusst gegeben, weil mittlerweile hat man wieder gesagt, wir brauchen sie momentan eben nicht und sie ist wieder aufgehoben worden, diese Impfpflicht. Man will Brücken, Gräben zuschütten. Ja, ja genau, Brücken man möchte bauen, eben Brücken bauen, genau, und eben diese gespaltete Gesellschaft. Wie auch immer man das interpretiert, ob es tatsächlich so eine große Spaltung war oder nicht, ist ja rein forschungsmäßig noch nicht erhoben worden. Aber da möchte man einfach wieder verbindend wirken und hat gesagt, okay, diese Impfpflicht, die ja eigentlich nie umgesetzt worden ist, hat einfach das Ziel jetzt noch nicht erreicht gehabt. Und jetzt probieren wir es wieder mit Eigenständigkeit und Selbstständigkeit, Eigenverantwortung der Leute. Ja, im Umgang mit der Pandemie. Ich meine, natürlich wird es wieder Regeln geben, davon gehen sehr viele auch aus. Auch also, in Entwicklung, glaube ich.
Ja, hoffentlich. Weil ein Plan, dass wir rechtzeitig dran sind. Das Ganze so ein bisschen normalisieren soll und so ein bisschen weg von diesem Katastrophenstatus bringen soll. Dass wir leben mit dem Virus. Ja. Genau, aber das haben sie auch angekündigt, dass das irgendwann der Fall sein wird, dass wir eben mit dem Virus einfach auch leben müssen. Jo, aber was trotzdem von der Impfung her sehr positiv ist, dass es rund 20 Millionen Corona-Tote verhindert hat, die entweder direkt oder indirekt durch das Coronavirus gestorben wären. Und ja, da hat die Impfung einfach einen riesengroßen Teil dazu beigetragen, weil einfach auch es teilweise gelungen ist, diesen Impfstoff weltweit zu verteilen. Also nicht nur in den reicheren Ländern, sondern auch in den Ländern, die einfach noch Entwicklungsbedarf haben, hat man Impfstoffe reingebracht. Wobei dort wieder kritisiert wird, dass das Ziel der WHO nicht ganz also getroffen wurde, weil demnach jetzt einfach noch eine größere Verteilung dieser Impfstoffe geben müssen, um die Pandemie schneller in den Griff zu kriegen. Mhm. Aber zumindest rund 20 Millionen Tote, die verhindert worden sind. Der ist ein Batzen. Ja, Leben kann man wertschätzen, gell? Und für das haben wir es ja. So ist es. Ja, aber nicht nur in Österreich, Deutschland gibt es auch ein bisschen Infos. Ja. Das Wirtschaftsministerium bzw. der deutsche Wirtschaftsminister hat die Notlage oder den Notstand sozusagen ausgerufen, was das Gas betrifft. Na, man kommt ja. Dort ist natürlich kritisch. Regen die drauf, ist das nicht? Ja, die Konsequenzen vom Ukraine-Konflikt in weiterer Folge ist natürlich, dass jetzt Deutschland Probleme mit dem Gas hat. Ja, das Ministerium, die Regierung sagt, es ist bereits in einem Stadium des Notstands sozusagen. Und dort ist man jetzt im Schritt 2 von einem 3-Schritte-Plan drinnen. Okay, der dritte Schritt ist quasi wirklich dann der Notstand. Ja, und der zweite ist eben der zweite Schritt. Tatsächlich weiß ich nicht mehr genau zum Schritt. Was aber prinzipiell an Konsequenzen dieser Plan mit sich zieht, ist, dass auch in Deutschland wie auch in Österreich, dazu kommen wir noch, die Kraftwerke hochgefahren werden, Kohlekraftwerke, und dass natürlich alles teuer wird. Und teurer und laut Wirtschaftsminister man sich auch darauf einstellen soll, dass es auch in naher Zukunft noch teurer wird. So will man einfach so ein bisschen den Energieverbrauch nach unten senken und schauen, dass man halt einfach spart, wo es nur geht, sowohl industriell als auch in Betrieben, in kleineren Betrieben, als auch natürlich im privaten Zuhause muss gespart werden, wo es geht. Ja, wir haben ja die letzten Jahre kaum verzichtet. Naja, okay, gut. Irgendwie muss man es in den Griff kriegen. So ist es. In Österreich ist es auch so. Wir haben zwar noch genug Kapazitäten vom Gas her eingelagert. Also da schaut es ein bisschen besser aus als in Deutschland. Platz 2 in der EU. Ja. Also Top 2 der Einlagerung. Gut vorbereitet. Ja, genau. Und man hat auch zum Beispiel in Österreich jetzt wieder gesagt, okay, wir müssen Mellach wieder zum Kohlekraftwerk aktivieren. Und Das läuft einmal an. Wird zumindest vorbereitet dafür, dass man es dann einsetzen kann, wenn man es einsetzen muss. Aber braucht natürlich Vorbereitungszeit, bis das alles dann am technischen Stand ist, dass du das wirklich so verwenden kannst, wie wir das wollen. Und natürlich auch, dass das personell besetzt ist und natürlich alle dementsprechend auch dort vor Ort arbeiten können, um das zu gewährleisten. Also ja, und dann aber ist im Start. Ja, voll. Und auf der anderen Seite, versucht man eben Energie wieder bereitzustellen, auch für den Herbst, für den Winter natürlich, weil da werden wir es brauchen. Vor allem dort werden wir es brauchen. Und auf der anderen Seite denkst du, wir haben da ja auch noch Klimaprobleme. Ne? Also lasst uns auch damit ein bisschen beschäftigen und auseinandersetzen. Oh, ja. Und die Politik versucht das halt irgendwie zu jonglieren und das auch zu tun. Also einerseits natürlich die Energie zu sichern, andererseits am besten mit neuer Energie, also einfach effizienter Energie. Und andererseits ist es manchmal echt gar nicht so leicht. Aber was Deutschland jetzt gemacht hat, war zum Beispiel, dass sie einfach dieses 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Verkehr tatsächlich eingeführt haben. Und ist das unfassbar begehrt, dass Millionen Tickets gleich in den ersten Tagen verkauft haben. Oh ja, noch bevor das Ticket überhaupt losgegangen ist sozusagen. Ja, da richtig, richtig viele Verkäufe. Was ich sehr spannend gefunden habe beim Einlesen war, dass sich dort die Deutsche Bahn gar nicht ganz so sicher war, wie viele Leute jetzt wirklich kommen und wie gewappnet man dafür ist. Ja. Da war ein ganz großes Thema irgendwo auch so die Barrierefreiheit für Leute mit körperlichen Beeinträchtigungen. Rollstuhlfahrer. Vor allem in den einzelnen Regionen, ist da überhaupt was gewährleistet oder genug gewährleistet für die und so weiter. Super spannendes Thema und da sieht man, dass da vielleicht auch wirklich Aufholbedarf ist und dass man da ausbauen muss. Ja, voll. Und ich bin gespannt, wie sie es nutzen
werden, weil wir nachher sicher auch evaluieren, also nochmal rückschauen, so wie es wirklich funktioniert hat. Ich wollte nur sagen, tatsächlich gibt es aber auch kritische Stimmen dazu, die eben sagen, dieses 9-Euro-Ticket, das wäre trotzdem zu wenig. Ja, das am ländlichen Raum, ja, man kennt es ja in Österreich natürlich, wenn wirklich abgelegen bist, fährst vielleicht einmal mit dem Bus oder zweimal am Tag, wenn du überhaupt einen Bus hast, wenn du überhaupt eine Verbindung hast. Ja, ja, das ist es ja, sicher. Das soll zu wenig sein. Andere Stimmen sagen dann natürlich wieder dazu, das ist so ein bisschen eine Meckerei auf hohem Niveau, es wird was getan, das reicht nicht allem, da ist noch Aufholbedarf, aber das, was jetzt passiert ist, passt schon einmal als erster Schritt. Genau, erster Schritt. Was meint ihr, braucht es einfach mehr auch in Österreich? Also wir haben ja jetzt das Klimaticket, man kann aber bei uns relativ günstig österreichweit oder steiermarkweit mit diesem Öffi-Ticket fahren. Aber was meint ihr, braucht es da eben auch sowas in Richtung 9-Euro-Ticket für einen gewissen Zeitraum, damit es mal einen Ansporn gibt, wirklich die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen? Und wo soll öffentlicher Verkehr noch ausgebaut werden oder verfeinert werden, verschärft werden? Schreibt es einfach gerne in die Kommentare, das würde uns echt interessieren. Ja, Thema Geld ist auch natürlich in Österreich weit verbreitet. Und jetzt gibt es auch Maßnahmen, um ein bisschen diese Teuerungen abzufedern, also zu entlasten. Finde ich ganz eine spannende Sache. Also da soll es für jeden Erwachsenen und für jede Erwachsene natürlich 500 Euro geben. Also 250 Euro davon sind der Klimabonus und 250 Euro gibt es einfach nochmal als Bonus für die Erwachsenen. Und die Hälfte davon sollen auch Kinder bekommen. Also nicht die Hälfte von den Erwachsenen, sondern nochmal extra soll jedes Kind auch tatsächlich 250 Euro bekommen. Ja, und auch tatsächlich wird es dann eine Auszahlung geben von 180 Euro pro Familienbeihilfsbezug. Okay, das ist jetzt ein bisschen verkompliziert. Also ja, wer Familienbeihilfe bezieht, kriegt dann noch einmal als Extrazahlung 180 Euro. Und noch zusätzlich für Menschen, die mehr belastet sind, also wie zum Beispiel Mindestpensionistinnen, Mindestpensionisten, die kriegen noch einmal 300 Euro mehr, damit sie einfach ein bisschen mit diesen Teuerungen umgehen können. Mhm. Und diesen Energiebonus, den gibt es ja momentan, also das ist ja gerade im Laufen. Das ist, also ja, man versucht die Bevölkerung zu unterstützen, weil es einfach teurer wird, spürbar. Mhm. Also gerade für Pendlerinnen und Pendler zum Beispiel ist das ja doch ein bisschen enorm. Aber gut, unterschiedliche Sparten, die einfach da werden. Wir kriegen sie jeden Tag mit. Das ist eine spannende Sache. Wenn wir aber jetzt mehr in die Steiermark gehen, da hat sich nämlich auch einiges getan. Aber das habt ihr sicher schon mitgekriegt, weil... Ja, nämlich ein Polit-Urgestein übergibt im Juli sein Amt. Wir kennen ihn alle, Hermann Schützenhöfer, der steirische Landeshauptmann, seit über 51 Jahren in der Politik, ja, seit 22 Jahren. Ich mein, 22 Jahre ist eine furchtbar lange Zeit, hat er das Land Steiermark mitbringen können in der Landesregierung. Das Alter? Fast mehr Alter. Von wem noch? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ja gut, bitte. Voll. Und seit 2015 Landeshauptmann eben, 2019 wiedergewählter Landeshauptmann und hat sich jetzt entschieden, für die nächste Halbzeit der jetzigen Periode sein Amt zu übergeben, sozusagen einen Schlussstrich zu ziehen und jemanden ans Amt zu lassen, der wirklich mit Power und Elan sozusagen in das Amt schreiten kann, sich Mühe geben kann, dort richtig 100% reinzugeben, um da wirklich maximal... Und schon ein bisschen Erfahrung auch hat, gell? Genau, maximal Output rauszuholen. Jemand, der ein bisschen Erfahrung hat, ja, ja, der ihn also tatsächlich lange begleiten dürfen. Ja. Mm, genau. Und zwar ebenfalls aus der Landesregierung ein Landesrat, nämlich der Landesrat Christopher Drechsler, der Landeshauptmann wird und das Amt eben übernimmt, ist designiert worden und wird dann quasi unser neuer Landeshauptmann für die nächsten 2 Jahre. Genau, sind wir gespannt. Und natürlich, wenn ein Landesrat sein Amt nicht mehr ausführen kann, dann gibt es auch jemanden, der nachfolgt. Wir haben spekuliert, ist es eine Landesrätin, ist es ein Landesrat, wer könnte es sein? Und mittlerweile wissen wir es, dass es Werner Amann wird. Und der Werner Amann, der war bis jetzt eben Volksanwalt seit 2019 und hat dieses Amt eben ausgeführt, war aber auch schon oder ist auch politisch eben schon länger tätig, beziehungsweise einfach aktiv dabei. Nationalratsabgeordneter zum Beispiel. Genau, genau. Also hat durchaus auch Erfahrung und wird jetzt übernehmen Personal, Europa und Internationales natürlich. Und den Bereich der Bildung. Den Bildung hat er nämlich bekommen von der Juliane Bogner-Strauß, die auch Landesrätin ist in der Steiermark.
und Juliane Bogner-Strauß wiederum, die hat dann den Sport dazu bekommen. Das ist eine ganz spannende Sache eigentlich, dass also, ja, wiederum ein bisschen die Ressorts wieder aufgeteilt werden. Aber ich bin gespannt, weil es sind schon sehr viele Fragen an den Werner Ammann weitergeleitet worden, auch zum Beispiel im Bereich der Bildung, und noch möchte er sich nicht äußern, aber das wird sich bald ändern, weil eben Anfang Juli wird das Amt übergeben und dann wird er auch als Landesrat weitermachen. Ne? Was erwartet ihr euch vom neuen Bildungslandesrat? Schreibt es gerne in die Kommentare, welche Schwerpunkte soll er denn setzen. In der Steiermark gibt es noch mehr News, aber Richtung Hauptstadt, und zwar in Graz. Das Budget wurde beschlossen oder präsentiert. Vor kurzem, genau, ja, der Budgetgemeinderat, die Budgetgemeinderatssitzung, wo die neue Regierungskoalition den Budgetplan vorgestellt hat, wie er ausschauen soll. Mhm. Ja. Und der war tatsächlich sehr, sehr spannend. Er ist heiß hergegangen, er ist knapp durchgegangen. Also die Koalition hat ihn natürlich, nachdem sie die Mehrheit haben, durchgebracht, aber auch da nur knapp wegen einigen Krankenständen, wegen Ausfällen und 18 Gegenstimmen von ÖVP, FPÖ und den NEOS, die den Budgetplan sehr kritisieren. Also mal vielleicht zuerst, was die Regierung oder die Regierungskoalition sich dabei denkt. Die sagen, ja, wir werden den Weg der Schulden sozusagen, den es davor schon gegeben hat, ja, den wollen wir so weiterführen, wie er gerade ist, da wollen wir nicht verändern, aber sie wollen ein bisschen Augenmerk darauf legen, dass sie sagen, okay, sie wollen das ein bisschen verlagern und anders nutzen, nämlich mehr in den Bereich Soziales gehen. Okay, ja, genau, ja. Also das ist der Plan angekündigt gehabt. Genau, das war auch zu erwarten. Was jetzt aber kritisiert wird, ist, dass natürlich überall anders eingespart wird. Das heißt, die Koalition sagt, sie wollen keine Prestigeprojekte, die Opposition sieht aber nicht nur das eben keine Prestigeprojekte durchgeführt werden, sondern halt an vielen Ecken und Enden von der Bildung bis hin in den Wissenschaftsbereich, Kulturbereich und so weiter eingespart wird, das Budget fehlt, teilweise ganz gekürzt wird, und das ist dann natürlich ein Problem seitens der Koalition. Da hat es einen sehr, sehr großen Aufruhr gegeben, und das haben sich eigentlich alle Oppositionsparteien dazu geäußert. Ja, ja, also in Graz steht das Budget. Und in Graz gibt es ja noch etwas, was der Kurt Hohensinger zum Beispiel angetrieben hat, also die Jugendstrategie. Unterschiedliche Programmpunkte, die die Jugend in Graz dann wirklich erwarten darf. Und wir haben ein echt ausführliches Video dazu gemacht, mit dem Interview auch mit dem Stadtrat Kurt Hohensinger. Schaut euch das gern an, klickt einfach aufs i und schreibt uns in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ja, das war's vom politischen Juni. Wir haben wirklich viel zu erzählen gehabt und sind auch ein bisschen froh darüber, dass so viel passiert, weil es ja spannend ist, die Politik. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr zu diesen politischen Themen meint. Gebt dem Video ein Like. Schaut auch auf TikTok vorbei, auf Panther Time, und natürlich abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ja.